Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Horizon Forbidden West. Und wir haben es geschafft, wir konnten Dekotte, sagen wir mal, überzeugen, bei der Kulrot dabei zu sein. Somit sind alle Krieger versammelt und es heißt auf zu Kulrot, um mit Hekara zu sprechen und hoffentlich bald Aether zu bekommen. Und wie ihr seht, ich habe meinen Style ein bisschen geändert, denn ich habe mal mein ganzes Inventar durchgeschaut und habe dann das Beste davon genommen, würde ich sagen. Und nun genug gequasselt. Zeit für die Kulrot. Hi Jungs. Zu uns. Lass sie durch. Fremde, Häuptling Hikaru und Marschall Kotalo erwarten dich drinnen. Alles klar. Die Kulrot sollte bald beginnen. Im Anschluss sollte ich in die Kammer unter Hikarus Thron kommen. Und an Aether. Fremde. Der Häuptling wartet in der Arena. Hinter dem Thron. Klar. Hinter dem Thron also. Oh Gott. Hi. Textdatenpunkt Museum. Datenbeschädigung schwer. Daten beschädigt. Darunter auch Oberst Edward D. LaHuya, Kommandant der JDF-10. Ein charismatischer Offizier mit familiären Verbindungen zu Roberto Medina. De La Hoya wuchs nahe der Grenze zwischen Arizona und Nevada auf und war für die Stationierung der Einsatzgruppen in der Nähe von Tucson verantwortlich. Viele seiner Untergebenen hatten Familie in dieser Gegend. Alle von ihnen seien 73 Jahre als unverzeihliche, übertriebene Maßnahme der Regierung an. Die Drohung, von ihrem Land vertrieben zu werden, unabhängig davon, wie unbewohnbar es bereits war, schockierte nicht nur die Soldaten der Einheit, die größtenteils aus konservativen Staaten oder vom Klimawandel betroffene Gebiete kamen. Als die Merusa-Vereinbarung Gestalt annahm, beriet sich Medina mit De La Hoya, der sich daraufhin seinerseits mit seinen wichtigsten Leutnants beriet. Alle waren sie einig, dass die Regierung die Wasserlieferungen vermutlich mit Drohnen unterbinden würde. De La Hoya, der als Pilot Berühmtheit erlangt hatte, erklärte, dass er bereit sei, die Drohnenstaffel im Alleingang Daten beschädigt. Alles klar. Hier geht es wohl zur Arena. Oh, noch was. Freiluftausstellungen. Textdatenpunkt Museum. Datenbeschädigung minimal. An alle Gäste des Museums. Bitte denken Sie daran, für den Besuch unserer Freiluftausstellungen leichte Schutzkleidung anzulegen. Staubschutzbrillen, Handschuhe, Sonnenschutz und Atemmasken erhalten Sie kostenlos am Infostand im Flur. Der Kraterbereich wurde von sämtlichem radioaktivem Material gesäubert und ist absolut sicher. Oh Gott, mich würden da keine 10 Pferde hinbringen. Und trotzdem gehe ich da wohl gerade hin. Das ist ja wie Tschernobyl. Oh Gott. Nein, nein, nein. Pfui. Ein weiterer Teil der Ruinen. Zu einem Kampfring umgebaut. Schau sie dir an. Sie wissen, dass eine Schlacht kommt. Yeah, los. Ich komme gleich. Moment. Du hast recht, Marschall. Das könnte nützlich sein. Auf alle Fälle. So, Hikaru. Hier bin ich. Aloy, du hast Berge bewegt, um den Himmelsklan zu besiegen. Buchstäblich. Kotalo hat geholfen. Ja. Tecote vor dem gesamten Clan zurechtgewiesen. Ihr beide habt gut gedient. Aber jetzt steht die Kulrot bevor. Einige nehmen teil, andere sind Zeugen. Sie wissen, dass Regala kommen wird. Ich halte meinen Teil der Abmachung ein, solange du das auch tust. Und wie ist der Plan? Kotalo. Es gibt nur zwei wirkliche Zugänge zur Arena. Durch den Thronsaal von eben und über den Pfad im Norden. Beide sind verbarrikadiert. Aber wenn Regala die Kulrot mit Maschinen angreifen will, muss sie über den Pfad kommen. Du stößt dort zu unseren Leuten. Halte durch. Und ich habe meine Marschälle. Dann entlasse ich dich aus dem Dienst und entlohne dich. Bereite dich vor, so gut es geht. Wenn die Kulrot beginnt, musst du durchhalten.
Aha, alles klar. Die Arena. Der Hain, die Arena. Alles Teil desselben alten Gebäudes? Ja. Hier erinnert sich das Land an die Opfer der Zehn. Ihre Taten werden nie vergessen werden. Welche Opfer? Laut der Vision gaben sie dort unten ihr Leben in einem Kampf gegen Maschinen. Wir ehren sie, indem wir dort die Kulhut abhalten. Friedenswächter. Du nennst sie Friedenswächter, doch die Marschälle bei der Gesandtschaft waren Krieger. Krieger ja, doch mehr. Sie entsagen dem Clan ihrer Geburt und verpflichten sich der Ordnung und dem Frieden. Sie vollstrecken mein Gesetz. Sie regeln Dispute und vertreten die Tenakt bei Stammesverhandlungen. Ohne sie kann ich nicht herrschen. Wo wirst du sein? Ich weiß, wo ich sein werde. Was ist mit euch beiden? Ich werde natürlich hier, beim Häuptling sein. Wenn uns der Kampf erreicht, werden wir unsere Gefallenen rächen. Wenn es soweit kommt. Die Verteidigung hält schon. Ja, bin ja ich da, oder? Also, fangen wir an. Bringen wir es hinter uns. Gut. Du findest Decker an der Nordbarrikade beim Rest unserer Leute. Folge den Wegen der Zehn. Wir sehen uns, wenn das erledigt ist. Ja, okay. Ciao. Dann mal los. Okay, hier lang. Der Titel Marschall muss mit Mut verdienen. Das hier haben wir dir zu verdanken, Freund. Eieiei, so viel zu lesen hier. Gar nicht so schlecht. Dex-Datenpunkt-Welt. Datenbeschädigung minimal. Könnte ein toller Sportarena sein, mit den Mauern und dem Krater von allem. Ich würde mir hier auf jeden Fall ein Spiel ansehen, aber wir brauchen noch einen Hotdog-Stand und viel mehr Toiletten. Und ein Dach und eine Klimaanlage. Es ist brütend heiß hier und es ist noch nicht mal Mittag, nicht auszuhalten. Richie Davenport, Orlando. Das ist eine Zeremonie, keine Unterhaltung. Das ist eine Zeremonie, keine Unterhaltung. Ich habe ein paar Scherben gesetzt. Ja, schön für euch. Die neuen Marschällen stellen. Alter, sind hier viele. Da ist Tekote. Ehre und Kraft. Mit seinen Schlägern, klar. Oh, hi, Feigling. Seht, Kammer, Ostländerin. Dachte nicht, dass der Himmelskommandant persönlich uns heute beehrt. Wenn es für meine Kämpfer vielleicht gegen Regala geht, sollte ihr Kommandant ihr Schicksal teilen. Oder vielleicht willst du dein Gesicht wahren nach der Sache beim Bollwerk. Pass lieber auf. Große Reden nehmen oft ein böses Ende. Spar dir deine Drohungen für Regalas Truppen auf. Feige Sau. Sorry, musste sein. So, Decker. Okay, Hikaros Verteidiger sollten am Ende dieses Grabens sein. Aber wir müssen es schaffen. Doch schaut, wir sind bei diesem Kampf nicht alleine. Yep, ich bin auch dabei. So, wo muss ich hin? Ah, da hoch. Ah, alles klar. Hopp. Die Maschinen müssen weg. Denn ohne sie sind Regalas Truppen nicht besser als die unseren. Ja, Kaplanin. Passt aufeinander auf. Geh nun. Die Soldaten sind bereit. Sie verteidigen die Kulhut von unten. Doch von oben. Nicht schlecht. Wo hast du die her? Haben wir von einer gefallenen Maschine abgemacht. Du darfst dich ruhig bedienen. Regala hat ihre Tricks. Aber wir haben dafür dich. Tenakt! Die Kulhut erwartet uns. Unser Kampf erfordert neues Blut. Neue Anführer! Ja! Lass die Beute los. Ja.
Kämpfer! Tretet vor! Wer eine Maschine erlegt, wird zum Marschall. Gedenket der Zehn, greift aus der Luft an, so wie sie, und holt euch den Ruhm. Oh yeah. Wehrt sie ab. Verteidigt die Kugel. Weiter feuern, Aloy. Ja, ja. Kein Problem. Komm schon, geht drauf. Yeah, der nächste. Wow. Okay. Ihr wollt ernst machen? Dann komme ich auch. Die Waffen an den Seiten. Nimm die. Alles klar. Nein, 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 nein. Geh drauf. Jetzt gehst du drauf. Aua! Ja, 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 ja. Bin voll dabei hier. Und der nächste. Wo ist er? Wow, was hat... Oh, cool. Ja, 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 bin standhaft. Ah, keine Munition mehr. Haben wir noch was? Oh, hey, hi. Oh. Was will denn der Kleine hier? So, der Kleine ist einmal erledigt. Jetzt bist du auch K.O. Oh, ein Großer. Kein Problem. Das ist dein Ende. Das sind doch nicht alle. Da. Was ist das? Oh nö. Ich weiß nicht. Los, aus dem Weg! Haltet die Stellung! Los! Häuptling! Hi.
Ach, nicht du schon wieder. Los, schnell zur Waffe! Ich locke das Ding zu mir, dann schießt du! Hey! Genau, hier drüben, du Riesenwurm! Wir müssen das Ding vernichten und Regala einholen. Hoffentlich feuern die Tenakte ein paar Schüsse aus der Balliste. Warte mal kurz, ich muss scannen. Nein! Hui! Ach, komm schon, Mann! Aua! Aloy am Boden! Aloy am Boden! So. Darf ich dich jetzt mal scannen, bin bitte? Bin auf Position! Runter mit dem Teil! So, ich brauche mal ein bisschen Feuer hier. So. Mist! Sie ist zu nah! Weglocken von der Balliste! Alles klar. Mal aus. Aua. Komm her. Ja, komm. Die Maschine ist zu nah. Kann ich schießen? Behalte es im Visier. War nicht. Aua. Alter, was hast du alles drauf erst? Ey, könntet ihr jetzt endlich mal schießen? Oh, mir ist schlecht. Nachladen! Fokussiere das Ziel! Alter, die fängt ja nie an zu brennen, ey. Fokussiere das Ziel! Ja, könntet ihr mal richtig Schaden machen? Das ist ein bisschen peinlich. Behalte es im Visier. Ich brauche Nachschub. Nachschub ist gut. Und Schuss. Der hat gesessen. Nachladen. Komm schon. Fokussiere das Ziel! Alter, warum geht mir jedes Mal die Muni aus? So, und jetzt aber. Das war nichts! Aua! Alter! Auf so rumzuschlängeln! Ohne Munition. Bauen und weg! Und bauen! Und heilen. Du bist fällig! Durchhalten, Streiterin! Wir laden nach! Pfeffer! Mist! Und eisig. Zu nah. Ja, kein Problem. Och, komm schon. Das war so ein schöner Schlag. Alter. Das machst du doch mit Absicht, oder? Kein Schuss mehr übrig. Brauch vielleicht keinen mehr. Ja, oder doch. Nachladen.
Treffer. 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 Säure. Treffer. Hey, hey. Oh. Kannst du mal mit der Scheißhöre aufhören, Mann? Es geht nicht drauf. Eieieiei. Endlich. Ich hasse die Dinger. Ja, Regala, ich auch. Daikaro und Kotalo her. Ich muss zu ihnen. Ja. Ich muss aber erst ein bisschen Munition nachbauen, Mädle. So, wie schaut's aus? Ich lote dich mal. Alter, mein Leben ist ja sowas von im Arsch. Die wird wohl länger durchhalten als ich, also. Mein Lot. Nein. Pfeile brauche ich auf alle Fälle nicht. Oder Holz für die Pfeile. Sagen wir so. Wenigstens ist hier relativ viel Heilzeug. Bestimmt bald brauchen. Ja, das denke ich auch, Aloy. So. Das. Und das. Und das. Ah, Kiste. Hey, Pilot hier rumliegt, ey. So. Ja, Riesenschlange, bla bla bla. Wo muss ich hin? Da lang. Kiste. Ja, loten. Danke. So. Wie komme ich da jetzt hoch? Moment, muss mir überlegen, wie ich da hochkomme. Mal gucken. Geht hier dann Weg hoch? Hier vielleicht. Ja, oder auch nicht. Bin schon wieder mal zu doof, den Weg zu finden. Komm ich hier hoch? Auch nicht. Hallo, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Kann man bitte, kleine Aloy, bitte hinausführen? Wie komme ich hier raus? Muss doch irgendwie nach oben gehen, oder? Ich glaube kaum, dass ich hier durchkomme, oder? Nee. Ja, es sind ein Haufen Gegner, das sehe ich ja selbst. Alter, was für ein Weg. Streiterin, geh zum Häuptling. Ja, kein Stress. Wir verteidigen die Halle. Hilf dem Häuptling. Sie rücken vor. Los, zum Häuptling. Ja, ich weiß, dass ich zum Häuptling müsste, aber ey, ich kann euch doch nicht sterben lassen. Oh,
Der Häuptling ist im Thronsaal. Stopp, Regala! Lock dich nicht um uns! Geh in den Thronsaal! Ich kann euch nicht sterben lassen, noch einmal. Das ist noch nicht vorbei. Ich komme wieder mit aller Macht. Und wer dann zu Hekaru hält, wird vernichtet. Stillgestanden. Gut gekämpft. Ihr habt euch gegen Gegner aus Metall und Fleisch bewiesen. Ihr seid nun alle Marschälle. Als erstes werdet ihr die Arena gegen verbleibende Rebellen sichern. Los! Furchtbar. Ich hätte sie töten sollen. Jetzt wird sie mit noch mehr Maschinen wiederkommen. Stärker als zuvor. Ich will dir gerne helfen. Du hast genug getan. Weitaus mehr als vereinbart war. Bei unserem ersten Treffen erwähntest du deine wahre Mission, von der alles abhängt. Ich war damals nicht sicher, ob ich dir glaube. Doch jetzt tue ich es. Also geh. Und erfüll deinen Auftrag. Was wirst du tun? Die Leute heilen. Was du brauchst, ist dort. Nimm sie. Man wird sich an deine Taten erinnern wie an die der Zehn. Hallo, Eta. Hier ist es. Eta ist unten. Jo, da geht's ganz schön weit runter. Aber was da unten wirklich ist, sehen wir das nächste Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ciao.